Wir sind hier im Stand von Grabs. Das Konzept für unseren Stand ist, wie du siehst, mit OSB-Platten und mit grösser Rasenteppich, mit dem grünen Rasenteppich, haben wir ein bisschen transportieren, schöne Grabs mit dem guten Handwerk zusammen verknüpfen. Wir sind 20 Aussteller, das ist mehr wie sonst. Wir waren meistens 12 bis 13. Und jeder hat Freude, dass er hier mitmachen darf. Bist du mal überrascht, als du die Entweichung siehst? Ich bin immer nicht überrascht, wie viele Aussteller es da sind, wie viele Gewerbebetriebe in diesen Dörfern drin sind, wie viel Engagement, was da dahinter steckt. Ja, das bin ich immer überrascht, was denn aus diesen Kreativitäten rauskommt, was sie machen. Das ist ja so, wir wollen, dass hier das Grabs so möglich offen behalten. Das heisst, wir gehen den Boden vor, wir gehen dort die Wand vor und dazwischen können sie selber etwas machen. Und mit dem haben wir eigentlich einen grossen Erfolg. Unsere Gewerbler schätzen das, finden das gut. Und wie du siehst, ist das auch bestens ausgefüllt mit Sachen, die sie sich kreativ gestalten können. Sie wollen natürlich nicht nur schön aussehen, sondern sie wollen auch noch zeigen, was sie machen können. Sie wollen auch zeigen, was sie anbieten können, wo sie stark sind. Und wie du siehst, wenn du nach durch das ganze Gewerbe durchlaufst, ist im ganzen Werdenberg ist das ähnlich. Und somit wollen wir uns einfach präsentieren und die Stärke vom Werdenberg zeigen, dass wir gut sind und dass man nicht ins Ausland gehen muss, dass man bei uns sehr gute Qualität für einen guten Preis bekommt. Und gell, jetzt auf Grabs bezogen nochmal, es hat natürlich einen Haufen Firmen noch mehr, gell, die so gar nicht dabei sind. Ja, wir sind aktuell sind wir 120 Mitglieder bei der IG Grabs, im 62. Jahr. Machen nicht ganz alle mit, weil es macht es auch nicht für jeden genau der gleiche Sinn. Wenn du einen reinen Dienstleistungsbetrieb hast, kannst du nicht hier den Bürotisch rauszügeln und so tust, wie wenn du Buchhaltung machst zum Beispiel. Aber natürlich hat es Potenzial noch für mehr, weil die Wiege ist ja nicht nur Werbung, sondern es ist auch noch darum, um deinen Kunden Danke zu sagen, herzustehen, zeigen, was sie haben und Danke sagen für das letzte Jahr oder Danke sagen für den letzten Auftrag. Du kannst auch mal mit dem Chef schwätzen, gratis, weil meistens, wenn der Chef kommt, kostet das etwas oder ein bisschen mehr wie beim Angestellten. Und da ist es unverbindlich. Du kommst ein gutes Gespräch über, kommst ein Glas Wein über oder natürlich etwas ohne Alkohol. Und das Potenzial ist natürlich riesig. Und das wollen wir natürlich auch jetzt mit dieser neuen Wiege, die wir hier lanciert haben. Bitte, ich kann noch ein bisschen Gewerbe reinholen, das jetzt vielleicht der Sinn noch nicht so sieht. Aber in dem, was wir jetzt sehen, mit dem Gewerbe, das jetzt noch vertreten ist, macht das natürlich durchaus Sinn, dass da noch Leute herkommen, die es jetzt gerade im Moment nicht sehen. Aber ich bin überzeugt, das Potenzial ist riesig. Dass man die sieht, ist sehr gut. Man zeigt es, man kommt immer wieder. Man sieht, wie die Person ist, man kann mit dieser Person reden. Und sind wir ehrlich, was macht eine Gemeinde erst lebenswert? Das ist das Gewerbe und die Schule. Warum ist Grabs so schön? Das ist wegen uns, wegen dem Gewerbe. Und weil wir die Vielfalt, die wir haben, auch anbieten können.